Gut, herzlich willkommen im Allianz Global Investors TV-Studio. Heute in etwas anderer Besetzung, aber dazu gleich mehr. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, dass Sie sich hier heute eingewählt haben. Ich sehe auch, der ein oder andere kommt noch hinzu. Deswegen vorweg ein paar einleitende Worte meinerseits. Ja, Sie sehen es, starke Partnerschaften in der Anlageberatung und das heute exklusiv für Sparkassen. Warum ist es für uns so wichtig? Wir haben festgestellt, in den letzten Jahren haben wir einfach eine unglaublich starke Nachfrage, eine tolle Zusammenarbeit mit vielen Sparkassen. Aber es gibt eben immense Herausforderungen, vor allem auch von der regulatorischen Seite, für Sie und Ihre Kollegen. Und das hat auch dazu geführt, dass es aber auch Lösungen gibt und Möglichkeiten, wie man denen entgegnen kann und es verbessern kann. Und demnach haben wir heute einfach mal fünf wirklich sehr gute Partner im Sparkassenbereich zusammen getrommelt. Allen voran auch neben mir der gemeinsame Ausrichter heute, Florian Barber von DJD Danke, Robert. Kapital. Und Sie sprechen oder Sie sehen heute Robert Engel hier von Allianz Global Investors, leite den Retail-Vertrieb und mit meinen Kollegen gemeinsam, die ich Ihnen nachher noch vorstellen kann, sind wir Ihre Ansprechpartner. So, und jetzt, Flo, vielleicht mal ein paar Worte zu Ja, dir. danke. Erstmal danke, Robert, dass wir hier sein dürfen. Meine Sehr Damen, meine gerne. Herren, auch von mir ein herzlich willkommen. Ein ja, beeindruckendes Studio, in dem wir uns gerade befinden. Robert, wir werden ab sofort öfters mit dem DoD-Team hier hochkommen zu euch nach Frankfurt und ab sofort unsere Videos, Podcasts auch hier drehen. Ja, ich darf mich Ihnen kurz vorstellen. Ich bin seit 4 Jahren mittlerweile bei DoD. Ich darf dort den Vertrieb leiten. Persönlich komme ich aus dem schönen Mühldorf am Inn. Das müssen Sie jetzt nicht kennen, aber das kommt aus Bayern natürlich. Man hört es ein bisschen an meinem Dialekt. Ich kann ihn immer nicht ganz verstecken, will ich aber auch gar nicht. Bin Familienvater, sozusagen glücklich verheiratet, habe 2 kleine Jungs zu Hause. Und somit wird man auch privat nie langweilig. Ja, meine Damen und Herren, was haben wir heute mit Ihnen vor? Wir blicken mal auf unsere gemeinsame Agenda. Gerne möchten wir starten mit Dericon. Dericon in Form von Timon Virgens. Er wird uns kurz einen Überblick geben über die gesamten Dienstleistungen, über sozusagen die Wertschöpfungskette, die Dericon den Sparkassen offeriert. Ich denke, da gibt es uns sehr spannende Einblicke, einen Blick sozusagen hinter dem Vorhang. Lieber Timon, schön, dass du heute da bist bei uns und dir die Zeit nimmst. Dann schlagen wir die Brücke zum Herrn Selzle, zu Vorconsult. Herr Selzle und Vorconsult sind ja bereits eingebettet bei Dericon, werden auch uns hier aufzeigen, die Mehrwerte, was sozusagen eine neutrale hier Ratingagentur bietet, auch hinsichtlich Regulatorik und der ganzen Dokumentation eben entsprechender Unterlagen. Dann schlagen wir die Brücke von der Theorie sozusagen in die Praxis. Tatsächlich mein persönliches Highlight heute, der Herr Pinkenburg von der Sparkasse Hannover. Toll, dass Sie sich Zeit nehmen für uns und uns aufzeigen Ihre Erfahrungen aus der Praxis. Weil, wie gesagt, wir können hier natürlich aus der Theorie durchaus diskutieren, debattieren. Aber noch spannender ist es natürlich für Sie, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie es dann in der Praxis konkret ausschaut. Ja, abschließend tun dann wieder Robert und ich. Wir zeigen Ihnen nochmal Lösungen, Allianz Global Investors, DoD, sozusagen von der Produktseite und unsere Service für Sie, wie wir Sie da tatkräftig unterstützen können im Alltag. Und abschließend haben wir für Sie noch die Fragen- und Antwortenspiel. Das kennen Sie. Da gehen wir gerne darauf ein und freuen uns da tatsächlich auf eine sehr aktive Teilnahme von Ihnen. Ja, vielen Dank, Florian, für die kurze Vorstellung der Agenda. Ich werde nur kurz die letzten technischen Rahmendetails noch klären. Sie sehen, eingewählt hoffentlich dann über Google Chrome. Sie hören uns, soweit gibt es keine Bedenken, zumindest sehe ich hier nichts. Das ist gut. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die wurden kurz angesprochen. Im Chatfenster einfach kurz Ihre Frage entsprechend formulieren. Wir werden dann bevorzugt Fragen logischerweise dann auch an die Sparkasse Hannover richten, weil das ist eine einmalige Gelegenheit. Die möchten wir Ihnen gerne geben. Und sonst kommen wir natürlich auch individuell auf Sie zu. Ja, und jetzt steht der erste Gast schon neben mir. Hallo Timon. Hallo Robert. Schön, dass du da bist. Deine Anreise war nicht ganz so weit. Bist ja hier in Frankfurt daheim und wir würden jetzt gerne mit dir starten. Gib uns doch mal einen Einblick. Was gibt es Neues aus dem Hause Dericon? Was macht ihr gemeinsam mit der NordLB und wie könnt ihr Sparkassen bei ihren ja, Herausforderungen entsprechend auch unterstützen? Super gerne, lieber Robert. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung in das beeindruckende Studio. Auch an dich, Florian, dass ihr das Ganze hier ausrichtet und ich freue mich heute hier dabei zu sein. Sehr gerne. The stage is yours. Vielen Dank. Gut, ja, dann auch einen schönen guten Morgen nochmal in die Runde an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Bison WMS-Projekt ist eine Kooperation zwischen der NordLB als Hannoveraner Landesbank und Research-Partner und Dericon. Dericon selbst, wir bezeichnen uns als das Fintech der Sparkassen in diesem Kontext, ne? Uns gibt es seit 2008. Wir sind BaFin lizenziert.
und bieten eine Plattform an, die sogenannte Bison WMS-Plattform, die sich primär an Sparkassen richtet und sowohl bei Prozessmanagement als auch Vertriebsunterstützung entsprechend supporten soll. Das Projekt ist insgesamt 2,5 Jahre alt, darf man sagen. Also 2020 kam es quasi zur Unterschrift des strategischen Kooperationsvertrages zwischen der NordLB und der Ricohn. Und 2021, quasi just mit dem Ausrollen der Äquivalenzdaten im Sparkassensektor, haben wir dann auch mit der Präsentation der Plattform vor Ihnen bei den Sparkassen begonnen. Also das ist jetzt gut 27 Monate her. Was hat sich seitdem getan? Wo liegt das Projekt aktuell? Wir haben mittlerweile 120 Sparkasseninstitute für die Plattform gewinnen können. Aber wir haben 45 Kooperationspartner für die Plattform gewinnen können. Das sind im Wesentlichen Produktanbieter, Asset Manager, darunter natürlich auch Allianz Global Investors und DOD, aber auch zahlreiche Zertifikate-Emittentinnen und sonstige Dienstleister, zum Beispiel Fonds Consult oder auch Cleversoft. Mittlerweile haben wir neben den Vertriebssteuerern auch bereits mehr als 3000 Kundenberaterinnen und Berater auf der Plattform. Das ist die Idee, dass wir auch dort entsprechend dann in der Vertriebsunterstützung tätig sein können für Sie. Und ja, mehr als 10.000 Wertpapiere im Einsatz. Aktuell in Arbeit, was programmieren wir als Softwarehaus? Wir beschäftigen uns im Moment mit Beratungsunterlagen, dass quasi die Kundenberater selbst nochmal auf Knopfdruck entsprechende Dokumente zur Verfügung gestellt bekommen. Wir basteln an einem professionellen, intelligenten Fondsvergleich. Wo kommt diese Idee her? Von einer Sparkassenumfrage, die wir bei Ihnen durchgeführt haben. Dankenswerterweise haben sehr, sehr viele Institute teilgenommen. Audit-Funktionalität, da möchte ich nachher noch 2, 3 Sätze zu erzählen. Den sogenannten VV-Marktplatz, wie wir es nennen, also die Plattformökonomie, auch in das Mandatsgeschäft, in das Vermögensverwaltungsgeschäft hineinzubringen und natürlich weitere strategische Partnerschaften zum Ausbau der Plattform. Das Ganze tatsächlich immer nachfragebasiert. Das heißt, wir sprechen mit Ihnen. Wo sind Ihre Wünsche? Wo sind Ihre Bedürfnisse? Was kommt von der regulatorischen Seite noch hinzu? Und wie können wir weiter unterstützen? Auch an der Stelle nochmal herzlichen Dank, sowohl an die 120 Sparkassen und die 45 Kooperationspartner, die das Ganze möglich machen und natürlich nochmal an Sie für die Aufmerksamkeit. Vertriebsunterstützung und Prozessmanagement, das sind also die beiden Überschriften, wie wir unterstützen. Deshalb möchte ich jetzt gerne nochmal 2, 3 Themen auch highlighten, die in so einem Moment von den Sparkassen präferiert zugetragen werden, ohne jetzt dem Herrn Selzle von Fonds Consult und dem Herrn Pinkenburg von der Sparkasse Hannover vorgreifen zu wollen. Aber was kann die Plattform in aller Kürze? Also wir sehen nach wie vor ein ganz großes Alleinstellungsmerkmal im Datenschatz, wie wir ihn nach wie vor nennen. Um auf aktive Fonds einzugehen, wir haben aktuell bei deutlich mehr als 10.000 Fondsprodukten nicht nur Zielmarktdaten, nicht nur MiFID-Kostendaten, sondern ebenfalls auch Äquivalenzdaten, Hersteller-Zielmarktabgleichsmöglichkeiten, Textbausteine zur Nachhaltigkeit etc. auf der Plattform. Und von dort können Sie die Produkte Ihrer Wahl ohne freien Filter, ohne Vorselektion direkt in Ihr OS-Plus-System hineinschieben. Und das dann natürlich auch automatisch updaten und hinten raus überwachen. Also das ist nach wie vor das, wo uns ein großer Mehrwert nachgesagt wird aus Ihrem Kreise. Das ist live und kann von Ihnen genutzt werden, wie Sie es möchten, auch tatsächlich kostenfrei machbar. Es gibt weitere Thematiken und die beziehen sich im Wesentlichen auf den Kontext der Individualisierbarkeit der Plattform. Bedeutet, Sie können gerne starten mit einer Standardvariante, die ist ein Stück weit werbefinanziert, auch von den Partnern, aber bietet schon sehr, sehr viele spannende Funktionalitäten, zum Beispiel Daten, Dokumente, Überwachungsfunktionalitäten und die Steuerung der Sollportfolien inklusive aller Produkte, nicht nur aus dem Fondssektor, sondern auch im Bereich der Zertifikate, der Anleihen, die ja eine neue Renaissance erfahren und dann eben auch aus dem Aktiensegment. Und darüber hinaus bauen wir dann aber tatsächlich nachfragebasiert für die einzelnen Sparkassen individuelle Plattformvarianten, wo wir dediziert auf den Anspruch eingehen. Und ich möchte hier, wie gesagt, nur 2, 3 Themen hervorheben. Ja, März, April, Mai, das sind ja die Monate, wo auch gerne wieder Prüfer bei Ihnen ins Haus kommen. Wir haben uns in den letzten Wochen und Monaten relativ stark mit sogenannten Audit-Funktionalitäten beschäftigt, also Archivmöglichkeiten, dass Sie auch Jahre später genau noch auf Knopfdruck sagen können, wann sind welche Produktdaten, Produktdokumente eingesetzt worden. Wir haben ein weiteres Thema und zwar das RFQ-Tool, also die Möglichkeit, tailor-made, also individualisiert
Zertifikatestrukturen bei bis zu 15 Emittentinnen anzufragen, natürlich auch inklusive der NordLB und sonstigen Drittemittenten. Und das Ganze bauen wir tatsächlich im Moment auf das Zinsgeschäft aus. Die ersten Tests sind live gegangen, dass Sie dort also auch Zinsstrukturen ab 100.000 Euro Volumen anfragen können auf Knopfdruck bei diesen 15 Emittentinnen und damit vielleicht auch, sagen wir, Ihre Portfolien im Sinne der Kunden von der Emittentenseite ein Stück weit mehr diversifizieren können. Wir haben ein weiteres Thema, das ist natürlich Fondsconsult, dazu dann eben gleich der Rüdiger Selzle, ne, nochmal zu den Details. Und was wir eben auch geschafft haben, das ist tatsächlich die ersten Tests, dass wir eine Beteiligung ins OS Plus übertragen haben, inklusive aller Daten und Dokumente und Textbausteine. Dieser Test ist erfolgreich durchgeführt worden. Wir wollen auch diese Möglichkeit nicht nur nutzen, um Beteiligungsstrukturen ins OS Plus übertragen zu können, sondern perspektivisch eben auch Vermögensverwaltungsmandate, ne, mit Zielmarktkriterien anzufüttern und dann entsprechend im OS Plus Ihnen als Vertriebssteuerern dann aber auch tatsächlich den beratenden Einheiten zur Verfügung zu stellen. Also das Ganze lebt, das Projekt ist aus unserer Sicht noch relativ jung, ja, jetzt gut 2,5 Jahre eben live. Sie sehen auch so auf der Folie, es sind schon sehr, sehr viele Funktionalitäten online. Das Ganze wächst und ist ein lebender Prozess. Wir freuen uns natürlich auch immer über Ihre Feedbacks. Ja. Wo sind Ihre Bedarfe? Wie können wir Ihr Leben noch leichter machen? Und werden natürlich auch nicht aufhören, den sicherlich weiter wachsenden regulatorischen Anforderungen entsprechend entgegenzutreten, ja, und mit überlegener Technologie weiterhin zu versuchen, die immer komplexer werdenden Prozesse für Sie zu vereinfachen. Das ist die Idee, das Ganze gepaart mit einer entsprechenden Innovationskraft und einer Geschwindigkeit. Das ist was wir als Dericon, als Fintech der Sparkassen mitbringen können. Und deshalb freuen wir uns weiter auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Wenn es weitere Fragen geben sollte, na, zum Projekt, wenden Sie sich gerne an Ihre entsprechenden Ansprechpartner auf Dericon-Seite oder natürlich auch gerne auf der Seite der NordLB. Hier sind einfach mal ein paar Namen gelistet, die Ihnen sicherlich auch bekannt vorkommen. Hinter dem Projekt stecken zahlreiche weitere Personen selbstredend. Auch im Namen der ganzen Kolleginnen und Kollegen bedanke ich mich nochmal bei Ihnen, dass Sie Bison OMS nutzen an der Stelle und dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, meinen Ausführungen zu folgen. Damit wäre ich auch erstmal am Ende und würde gerne das Wort direkt an den Rüdiger Selzle übergeben, Gründer und Geschäftsführer von Fondsconsult und einer unserer hervorragenden Partner, um auch da Ihre Bedürfnisse in Sachen unabhängiges Fondsresearch entsprechend befriedigen zu können. Lieber Selzle, gerne an Sie. Herr Wirgens, vielen Dank. Ein herzliches Grüß Gott aus München. Also vorab mal gehört habe ich jetzt gar nichts. Also ich spreche ins Off und ich hoffe, ich bin auch verständlich nach draußen. Daher starte ich mal mit einer Vorstellung von Fondsconsult, ergänzt dann um die konkreten Dienstleistungen, die wir auch Sparkassen bieten. Starten wir mal mit unserer Gesellschaft. Mittlerweile gibt es uns seit 30 Jahren, seit 1993. Ja, man erschrickt da selber, wenn man so die Zahl sieht. Ja, aber andererseits blicken wir auch stolz zurück, dass wir uns hier sehr gut bewähren konnten im Markt, eine wirklich gute Unterstützung liefern können für unsere Kunden. Wir sind fokussiert insbesondere auf die qualitative Fondsanalyse, haben natürlich auch unsere quantitativen Fonddatenbanken, aber der absolute Fokus ist wirklich auf der tiefgehenden Analyse von Investmentansätzen und auch entsprechend von Beiträgen, um einfach die Erfolgswahrscheinlichkeit von Fondsempfehlungen auch mit zu erhöhen. Wir haben insgesamt, sind wir zu 8 im Team von Fondsconsult, da gehe ich nochmal kurz darauf ein, vielleicht nochmal ganz wichtig, wir sind 100% Eigentümer geführt und vollkommen unabhängig. Das heißt also von jeglichen Weisungen hier komplett ungebunden. Kurzer Blick hier auf die Mitarbeiter im Hause. Sie sehen, die Analysten sind auf die jeweiligen Anlageklassen spezialisiert. Wenn unsere Kunden, Sparkassen, Banken Anfragen an uns stellen, dann landen die direkt bei den verantwortlichen Analysten. Das heißt, sie erhalten eine belastbare Aussage in relativ kurzer Zeit zu den angefragten Produkten. Dann gehen wir mal über zu dem Thema Studien und Publikationen, auch ein ganz wichtiger Geschäftsbereich von uns. Hier beispielsweise die Robotweiser-Studie, hier steht noch 22, die 23er Auflage steht jetzt kurz vor der Veröffentlichung. Sie wird wieder, wie auch unsere anderen Studien, die über standardisierte Vermögensverwaltung, Stiftungsfonds im Handelsblatt prominent veröffentlicht. Es sind Exklusivveröffentlichungen.
Und ist mittlerweile gerade die Robert-Weiser-Studie stellt sich als Standardwerk für den gesamten Bereich dar. Es ist eine qualitative und eine quantitative Untersuchung mit Bewertungen mit enthalten. Ist sehr, sehr aufwendig auch in der Erstellung. Ergänzend hierzu erstellen wir für unsere Kunden den sogenannten Trendscout. Hier werden Themen als Ideengenerierung auch für die Vertriebsabteilungen von Banken erstellt. Wir gehen auf das Thema per se ein, welche Chancen und Risiken ergeben sich, und das Ganze ergänzt um konkrete Vorschläge, Fondsempfehlungen, sei es jetzt von aktiv gemanagten oder auch von passiven Fonds. Dann kommen wir zum konkreten Service, den wir Ihnen anbieten können. Zunächst mal auf der Basis von Bison WMS. Ich vermute mal, Herr Wirgens hat schon mal eingangs erwähnt, ich konnte es von den Lippen aber nicht so gut ablesen. Wir erstellen Kurzeinschätzungen für Fondsprodukte auf der Plattform. Hier konkretes Beispiel DOD Zins und Dividende und von der AG Allianz Dynamic Multi Asset Fonds. Hier können die Einschätzungen von uns abgerufen werden, ja, mit einem klaren Votum, das sich ausdrückt durch Buy, Hold oder Switch. Ist also ein sehr, sehr gutes Nachschlagewerk auch für Sie mit den exakten Begründungen, wieso Fonds ausgewählt werden, welche Chancen und Risiken auch für den Anleger damit verbunden sind, und rundet natürlich dieses gesamte Produktpaket sehr, sehr gut ab. Die Kurzeinschätzungen werden regelmäßig aktualisiert. Das Monitoring erfolgt auf einer monatlichen Basis. Wenn sich Änderungen ergeben in unseren Einschätzungen, werden wir das unmittelbar publizieren auf Bison WMS. Ergänzend zu diesen von Ihnen auch abrufbaren Einschätzungen bieten wir unseren Kunden sogenannte Bestandsanalysen an. Dies ist zunächst mal der erste Schritt für die Bestimmung des Status quo. Das heißt, wir bekommen von einem Haus die einzelnen ISINs, also Fonds-ISINs, mitgeteilt. Wir analysieren die Produkte dann jeweils innerhalb der einzelnen Kategorie und erstellen auf dieser Basis dann ein Votum, eine Einschätzung, das sich ebenfalls durch Buy, Hold oder Switch ausdrückt. Diese Übersicht dient zur Generierung von Vertriebsansätzen. Wenn wir Verkaufsempfehlungen geben, stellt sich ja die Frage, welche Alternativen gibt es? Die liefern wir natürlich mit. Und der zweite wichtige Punkt für diese Bestandsanalysen ist ein regelmäßiges Monitoring. Viele Institute fragen diese Analysen in regelmäßigen Abständen an, ob sich irgendwelche Veränderungen im Gesamtbestand ergeben. Das heißt, schätzen wir bestimmte Produkte nach 6 oder nach 12 Monaten negativer ein, und dies wird entsprechend dann auch mit veröffentlicht. Ein weiterer wichtiger Punkt, individuelle Empfehlungslisten. Sie haben ja die Kurzeinschätzungen auf Bison und WMS, ist aber für ein Haus nicht ausreichend. Um eine umfassende, über die wesentlichen Anleiheklassen hinweg sich erstreckende Empfehlungsliste zu erhalten, bieten wir diese Dienstleistung individuell für die einzelnen Häuser an. Das heißt, es gibt jetzt keine Standardliste. Wir haben zwar so eine allgemeine Basisliste, aber die ist eben nicht entsprechend ausgerichtet auf die individuellen Anforderungen. Deswegen hier das konkrete Beispiel hier mit dem Logo ist der NordLB. Sehen Sie auf die einzelnen Anleiheklassen hinweg die wesentlichen quantitativen Daten mit entsprechend mit abgebildet. So, jetzt bekomme ich bloß eine Mitteilung. Sorry, ich bin jetzt etwas abgelenkt. Also ich habe hier keinen Ton bei mir drauf. Ich hoffe, Sie können mich hören. Ja, also das heißt, ich spreche jetzt mal weiter, solange ich hier keinen Stopp von euch bekomme, gehe ich mal weiter in meiner Präsentation. Also neben den Empfehlungslisten bieten wir auch individuelle Anfragen, die sogenannten Einseiter. Ja, ich bin jetzt wieder hier beim Beispiel, sind natürlich hier mit unseren Partnergesellschaften im Rahmen dieser Veranstaltung mit Allianz Global Investors. Hier haben wir diesen Allianz Dynamic Multi Asset Strategy hier mit abgebildet. Häufig bekommen wir diese Anfragen im Rahmen jetzt von Diskussionen in den einzelnen Häusern zur Bestückung der Produktkörbe. Im Vorfeld gibt es von uns eine entsprechende Einschätzung. Es sind wirklich Kurzeinschätzungen aus dem Kommentar, den Sie hier natürlich jetzt nicht ganz gut lesen können, aber
sehr umfangreich auch von uns dargestellt ist. Wir gehen auch hier auf Investmentansätze, auf die qualitative Seite mit ein und somit haben Sie schon mal eine umfassende Begründung, wieso wir einzelne Produkte empfehlen oder eher empfehlen, davon Abstand zu nehmen. Dann kommen wir eigentlich zum ganz wichtigen Punkt, was viele Kunden einsetzen, wie jetzt die Stadtsparkasse München, sind unsere umfassenden Fondsporträts. Also die Kurzeinschätzung hatte ich ja ganz kurz mal skizziert, also wie der Name sagt, Kurzeinschätzung, ja, ist vom Umfang her auch etwas geringer wie die sehr umfassenden Fondsporträts. Hier haben Sie neben den allgemeinen quantitativen Daten, ja, wie Charts und tabellarische Darstellung der Wertentwicklung auf der Seite 2 und das ist die wesentliche Seite, die von uns redaktionell bearbeitet, erstellt wird, auch analytisch entsprechend verarbeitet wird, die Beschreibung des Investmentansatzes, das Managerprofil und insbesondere die Einschätzung, welche Chancen und Risiken sind denn mit dem Investment in diesen Fonds verbunden. Wir wissen ja alle, es gibt nicht nur einen Fonds, ja, es gibt ja viele, aber jeder hat natürlich gewisse Charakteristiken, die sich in ungünstigen Marktphasen natürlich auch negativer erweisen könnten und darauf weisen wir entsprechend hin. Wir dokumentieren diese Einschätzungen mindestens 10 Jahre, das heißt, Sie haben Zugriff über einen langen Zeitraum und diese Fondsporträts sind auch MAR-konform erstellt. Ja, zusammenfassend, wir sehen uns als ausgelagerte Werkbank. Es ist ein modulares Konzept. Sie können uns in Teilen einsetzen. Sie können komplett Ihr Fonds-Research an uns auslagern. Die Entscheidung liegt hier vollkommen bei Ihnen. Der Vorteil bei uns, wir haben spezialisierte Mitarbeiter. Auf Ihrer Seite werden dann keine Mitarbeiterkapazitäten gebunden durch die aufwendige Updates. Die Auswahl ist immer schnell passiert. Das Problem ist dann, was macht man mit dem Fonds dann, wenn es mal nicht mehr so gut klappt. Das Ganze nehmen wir Ihnen entsprechend ab und haben gerade auch hier diese große Erfahrung auch im Verbundsektor. Sie können aber auch sagen, okay, ich möchte Fondsconsult nur nutzen im Rahmen von Ad-Hoc-Services, das heißt zur Einschätzung einzelner Fonds, ja, diese berühmten Einseiter oder auch zur Analyse von Fondsportfolios, die Sie vielleicht von Privatkunden erhalten. Das können wir relativ schnell und umfassend auch darstellen. So, jetzt gehen wir zur nächsten Seite. Das ist schon die Kontaktseite. Also wir sind in der Seidelstraße 26. Wenn Sie mal in München sind, Sie sind herzlich eingeladen. Schauen Sie mal bei uns vorbei. Ansonsten freue ich mich, wenn Sie Rückfragen haben, kommen Sie direkt auf mich zu. Ist überhaupt kein Problem. Wir können es gerne diskutieren. Wir können auch vor Ort Gespräche führen. Das machen wir regelmäßig. An dieser Stelle, ja, ich rufe ins Off zurück. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und darf nun weitergeben an den Herrn Binkengurk nach Hannover an die Sparkasse. Ja, vielen Dank, Herr Selzner. Dann nehme ich den Ball gerne auf. Herzliche Grüße aus Hannover. Mein Name ist Nils Pinkenburg. Ich bin in der Abteilung, bei uns heißt das Produkte und Prozesse Anlage Giro. Wir sind mit insgesamt 6 Kolleginnen und Kollegen für das Wertpapiergeschäft soweit mit zuständig. Und gerne nehme ich heute die Möglichkeit wahr, Ihnen einen Einblick zu geben. Wie sind wir zu Bison WMS gekommen? Was ist vielleicht der Hintergrund? Wir haben in der Vergangenheit das alte Bison-System so mitgenutzt, der NordRB, sind dort schon langjähriger Partner gewesen und sind dann im Juni letzten Jahres entsprechend auf die neue Plattform Bison WMS gewechselt. Wir sind damit so mit sehr zufrieden und würde Ihnen oder nehme jetzt gerne die Möglichkeit wahr, Ihnen einen kleinen Einblick zu geben, wie wir das so mit aufgesetzt haben. Dort ist sicherlich wichtig zu wissen, wir haben hier in Hannover für uns nicht den Anspruch, dass wir das in der einzig wahren Form so mit darstellen, sondern einfach, was sind unsere Ansätze so mit gewesen, was wollen wir dort mit entsprechend erschlagen. Erschlagen meine ich mit, welche Themen wollen wir mit abbilden. Dafür ist es sicherlich ganz gut, wenn wir auf der nächsten Seite, switche ich einmal so mit um, genau, Ihnen den Überblick gebe, das ist unsere so mit Startseite. Ich hoffe, Sie können das im Groben so mit erkennen. Das ist letztendlich, sage ich mal, das Herz von Bison WMS, das, was die Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb jeden Morgen sehen, wenn sie sich entsprechend mit einwählen. Das ist somit für uns somit ganz wichtig, denn Bison WMS stellt in einer gewissen Art und Weise für uns nochmal ein separates Intranet, sprich das Wertpapier-Intranet, soweit mit dar.
Das ist, hier sieht man auch schon so weit mit in dem Bereich die jeweiligen Absprünge, nenne ich es ganz einfach mal, die drei grauen oder Anthrazit hinterlegten Flächen sind letztendlich unsere Empfehlungslisten. Das sind sowohl die Kaufempfehlungen, die wir haben, als auch die Halte- und Verkaufsempfehlungen. Das geht da so mit in die entsprechenden Empfehlungskörbe. Darüber hinaus haben wir im mittleren Bereich ein Tool, was wir zusammen mit Dericon entsprechend entwickelt haben, als wir letztendlich so mit ongeboardet sind. Und zwar ist das unser sogenanntes, haben wir es genannt, Informationsportal. Sie sehen auch mit, das sind die entsprechenden Überschriften, wo wir haben Aktien, Anlagen, Zertifikate. Das sind nochmal all die Punkte, die die Kollegen entsprechend als Nachschlagewerk haben, um das, um in der Beratung entsprechend kompetent am Kunden agieren zu können. Darüber hinaus ist es letztendlich so, im unteren Bereich sehen Sie jetzt mal als Beispiel aus unserem Nachrichtenportal die aktuellste Nachricht, die wir dort mit entsprechend eingestellt haben. Und ich würde Ihnen jetzt auf der nächsten Seite, switche ich einmal so mit rüber, entsprechend zeigen, wie sieht das letztendlich aus, wie agieren wir. Wir haben letztendlich mit dem Nachrichtenportal entsprechend die Möglichkeit genutzt, einen Impuls aus unserem Vertrieb so mit zu umzusetzen, indem wir ganz einfach sagen, wir wollen unsere Kolleginnen und Kollegen nicht mit E-Mails tagtäglich so mit bombardieren zum Thema Wertpapiergeschäft. Es gibt darüber hinaus ja immer noch in der täglichen Arbeit zahlreiche weitere E-Mails, die soweit mit immer versendet werden. Hier haben wir die Möglichkeit an einem zentralen Ort, wo alle Themen, alle aktuellen Nachrichten zum Thema Wertpapiergeschäft entsprechend gebündelt sind. Wir haben hier soweit mit, das ist ein Punkt, ich so nutze das soweit mit sehr aktiv aufgrund meiner Zuständigkeit für den Bereich der festverzinslichen Wertpapiere und der Zertifikate und Aktienanleihen, die wir soweit mit anbieten, wo wir neue Emissionen ankündigen, wo wir letztendlich Nachrichten soweit mit versenden, wenn wir kurzfristig die Informationen von unseren Partnern und sprich Emittenten bekommen haben, dass es zu einer vorzeitigen Schließung kommt. Wir agieren hiermit entsprechend auch vorzeitige Rückzahlungen anzukündigen etc. pp. Das ist für uns ein super Mehrwert, weil wir das, was ich eben schon mal sagte, die Nachrichten, die Wertpapier-News an einem zentralen Ort haben, wir das mit den Ankündigungen nutzen können und wir letztendlich für uns als Sparkasse Hannover intern auch den Standard gesetzt haben. Wir haben die Möglichkeit mit einer E-Mail-Benachrichtigung unsere Kunden sind ja letztendlich unsere Vertriebler dort mit vor Ort, also dem Vertrieb die Möglichkeit zu geben, mit einer E-Mail-Benachrichtigung einen entsprechenden Link auf die Bison-WMS-Nachricht mit zuzusenden. Das machen wir, wenn wir sagen, das sind sogenannte Ad-Hoc oder Breaking News, wie man es immer so mit nennen möchte, Nachrichten, die eine Relevanz haben innerhalb der nächsten 24 Stunden. Wenn wir letztendlich was ankündigen, dass ein neues Update für bestimmte Programme in DWP, in Dekanet oder was es auch immer gibt, die ab nächste Woche oder ab übernächste Woche, ab 1. April entsprechend gelten. Das sind Dinge, die kann der Kollege oder die Kollegin im Vertrieb entsprechend auch in den nächsten Tagen lesen. Aber das, wenn heute Abend oder morgen früh eine entsprechende Zeichnung endet vorzeitig, dann ist das für uns ein Ad-Hoc-Merkmal. Und dann werden wir zusätzlich zu der Nachrichteneinstellung in diesem Portal, wo alle so mit zentral sind, entsprechend den Kunden, die Kolleginnen und Kollegen auch nochmal per E-Mail darauf hinweisen. Wir haben dann auf der nächsten Seite einen weiteren Punkt und den haben wir zusammen mit Dericon entwickelt. Wir haben das, was ich auch gesagt habe, in der Vergangenheit Bison von der NordLB mit genutzt und haben dort auch entsprechend das Ganze mit einem Informationsportal mit aufgesetzt, dass wir entsprechende Nachschlagewerke, ob es jetzt zu Themen wie Steuern, habe ich jetzt mal eins mitgebracht. Das sind jetzt hier die, ich habe es jetzt gar nicht mit durchgezählt, müssten auf die Schnelle, glaube ich, 17 Überschriften soweit mit sein. Die sind für uns von aktuell von Relevanz und haben unter diesen, und deswegen habe ich mal zwei Beispiele mitgebracht. Zum einen ist es das Thema Investmentfonds. Ich glaube, das ist ja auch bei den Ausrichtern der heutigen Veranstaltung soweit mit ein Thema, das heißt das Fondsgeschäft, wo wir da letztendlich aktuelle Informationen soweit mit rund um Investmentfonds zur Verfügung stellen. Wir haben dann die Möglichkeit, entsprechend das aufzuklappen. Das ist auch eine Weiterentwicklung, die wir gemeinsam mit Dericon soweit mit
erarbeitet haben, dass die Kolleginnen und Kollegen so mit raussuchen, geht es jetzt um Aktien, geht es um Bivestor, Investmentfonds, Steuern etc. pp. Und dass man sich dann auf der jeweiligen Ebene raussucht, um welches Thema es entsprechend geht. Ein anderes Beispiel ist das Thema Steuern. Da kann man ja auch mal das eine oder andere so was mit, was einem nicht ad hoc einfällt, bei den Kolleginnen und Kollegen in der Beratung, in der Vorbereitung auf ein Kundengespräch oder in der Nachbereitung, dass es dann letztendlich möglich ist, nochmal auf wichtige Dinge zum Thema Abgeltungssteuer, zum Thema ausländische Quellensteuer etc. so was mit gibt. Auch unten sehen wir, ich habe den Abschnitt extra nicht ganz so groß gemacht, ist auch noch das Thema der US-Quellensteuer. Dort haben wir letztendlich auch entsprechende Verlinkungen, aktuelle Dokumente, die dafür notwendig sind, entsprechend mit eingestellt. Und ich habe es hier auch nochmal so mit einmal nebengeschrieben. Für uns stellt letztendlich das Bison WMS nochmal eine Art Wertpapier-Intranet so weit mit dar, denn wir haben gegenüber unserem ursprünglichen Intranet hier die Möglichkeit, die entsprechenden Administratoren dort ad hoc Dinge, Themen sofort einzustellen. Wir haben das jetzt mit im mittleren Bereich, sehen Sie auch noch das Thema, wir haben es damals genannt, Ukraine-Krieg, aktuelles, was steckt dort so weit mit hinter, dass wir dort Nachrichten, die die DWP-Bank uns zur Verfügung gestellt hat, wie dort mit den Sanktionspaketen umgegangen werden sollte etc. pp. Eingestellt. Das heißt, das können wir dort sehr schnell mit einstellen und das ist eine sehr mehrwertige Weiterentwicklung, die wir da letztendlich mit vorantreiben konnten und dann auch auf WMS letztendlich das bekommen haben, was wir auch früher in der alten Bison-Welt so halt hat. Vielleicht kennt ja der eine oder andere von Ihnen entsprechend auch diesen Bereich. Dann gehe ich mal so mit weiter. Wie sieht das letztendlich aus in unseren Empfehlungslisten? Ich habe dann auch mal den Ausschnitt. Wir haben letztendlich die Anleihen, haben das letztendlich in gewissen Dingen strukturiert, indem es dort Festzins- und Stufenzinsanleihen gibt, aber auch das Thema Tilgungsanleihen oder Geldmarktflote haben wir unter dem Begriff Anleihen mit Sonderausstattung so mit geclustert. Gehe jetzt hier mal auf den Bereich ein der Aktienfonds. Dort ist es letztendlich so, dass sie eine super Übersicht haben, in dem letztendlich die Kolleginnen und Kollegen sich letztendlich das auch aussuchen kann. Was brauche ich jetzt in der Beratung gerade? Der Kunde fragt nach einem festverzinslichen Papier oder in diesem Fall nach einem Aktienfonds. Und dann ist es entsprechend so gegliedert, dass wir hier eine entsprechende Kurzübersicht haben. So nennen wir das letztendlich. Wie ist die WKN? Wie ist die ISIN? Wie wird der Fonds letztendlich benannt? Was hat er letztendlich für, ja, ich sag mal, die Hauptskills, die so zu berücksichtigen sind, Entschuldigung, welche Risikobereitschaft, welche Produktkörbe werden angesprochen, die Anlageregion, der Anlagehorizont. Also das sind Dinge, die waren letztendlich individuell konfigurierbar. Da steht natürlich das Team von Bison WMS entsprechend Ihnen oder uns hat es letztendlich zur Seite gestanden und letztendlich dort die Mehrwerte, die Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb soweit mit entsprechend ziehen können. Man kann dann auf der nächsten Seite entsprechend sehen, wenn ich auf die jeweilige ISIN oder WKN gegangen bin, wie sieht es letztendlich soweit mit aus? Hier ist es auf der linken Seite. Einmal habe ich ein Zertifikat mitgebracht. Hier war es nochmal in der Beispielhaftigkeit, worauf ich hinaus will. Es ist ein Stück weit einfacher. Dass wir dann, und das ist jetzt hier ich habe es in der Folie rechts dargestellt, und das ist aus unserer Sicht ein enormer Mehrwert. Sie sehen die Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb können unter der Eingabe der jeweiligen WKN entsprechende Details zu dem Produkt erhalten. Und wir haben darüber hinaus entsprechend auch noch die Möglichkeit über individuelle Downloads, also Dinge, die wir letztendlich zentral aus der Vertriebssteuerung für wissenswert entsprechend betrachten, dass wir das als Unterstützung den Kolleginnen und Kollegen mit an die Hand geben. Das ist für das Thema der Zertifikate, dass wir immer eine aktuelle Kundenpräsentation auf die jeweilige Emission somit von unseren Emittenten dort entsprechend mit einstellen. Die haben darüber hinaus auch nochmal immer was, das ist so ein internes Papier, wir nennen das ergänzende Hinweise zur Beratung. Auf was haben die Kolleginnen und Kollegen in der Beratung so mit zu achten? Was sind letztendlich die wichtigen Punkte, die erwähnenswert sind und unter dem Begriff unter der Rubrik der Zusatzinformationen auch individuell Texte, die wir nochmal so mit einstellen können, mit Dinge, die jetzt im Rahmen der Zeichnungsfrist so mit wichtig sind, wenn das Produkt noch nicht mit allen Daten insofern gegebenenfalls zur Verfügung steht, haben Sie hier die Möglichkeit, nochmal darauf hinzuweisen,
das Thema der Rückvergütung, Dauer der Zeichnungsfrist etc. pp. Wie ist die aktuelle Einschätzung unseres Hauses zu dem jeweiligen Basiswert? Wir reden hier über den Eurostoxx 50. Da ist unser Haus, entsprechend haben wir eine interne Prognose, dass wir sagen, dass wir am Jahresende bei 4.250 Punkte stehen. Also was mit, dass wir halt eine entsprechende Unterstützung geben, dass die Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit haben, das entsprechend mit einzusehen und in der Beratung mit einzusetzen. Ja, das sind letztendlich die wichtigen Punkte. Sie haben über die Einstiegsseite in die drei Welten, einmal in die Empfehlungsliste, einmal in das Nachrichtenportal, wo wir die Nachrichten beziehungsweise auch die Ad-Hoc-Nachrichten so weit mitbringen, als auch dann letztendlich im Informationsportal. Für uns ist es so, dass mit Bison WMS, letztendlich der Nachfolger vom alten Bison, so mit für uns eine moderne und zeitgemäße Wertpapierplattform darstellen, die wir uns letztendlich insofern gewünscht haben. Wir haben ein großes Produktuniversum. Herr Wirgens hat es in der Einleitung ja gesagt, mit der Anzahl der Produkte, glaube über 10.000 Wertpapiere hatte ich da vorhin gelesen. Und es ist letztendlich super, da wir hier ein Medium haben, was letztendlich auch auf Produkte und Vertriebspartner außerhalb der Sparkassenfinanzgruppe so mit zurückgreift. Sicherlich was in vielen Kundengesprächen auch deutschlandweit so mit in unserer Kundschaft so mit auftaucht, dass wir letztendlich auch so ein bisschen mit über den Tellerrand hinaus gucken. Wir haben hier starke Partner, das kann man letztendlich insofern mit unterstreichen, und wir haben hier eine Plattform, wo letztendlich auch Produkte aus anderen Bereichen einfließen können. Es gibt die Individualisierungsmöglichkeiten, die uns zur Verfügung stellen, also von daher ein großer Mehrwert. Wir sind damit sehr, sehr zufrieden. Das hat Spaß gemacht, auch wenn es immer anstrengend gewesen ist, das in der Form so mit onzuboarden. Das ist unsere Idee von dem, wie wir das letztendlich so mit nutzen. Wir haben dort letztendlich eine gute Resonanz auch aus dem Vertrieb bekommen, dass es mehrwertig ist, dass das letztendlich auch Informationen sind, wo man den Bildschirm gerne auch so mit umdreht und gemeinsam mit dem Kunden auf die Information so mit guckt. Bedanke mich für die Zeit, die Sie uns so mit gegeben haben. Wenn es Fragen geben sollte, gerne im Nachhinein, jetzt hier zum Ende der Veranstaltung, beziehungsweise nehmen Sie auch gerne Kontakt auf, werde ich mich entsprechend drum kümmern, beziehungsweise meinen Kollegen Herr Biermann, Herr Gieseking, vielleicht kennt der ein oder andere die Kollegen auch aus anderen Kreisen, wo wir letztendlich Ihnen dann für Fragen gerne zur Verfügung stellen. Dann würde ich den Ball so mit weitergeben. Ich glaube, als nächstes ist so mit der Herr Engel von der Allianz dran. Vielen Dank und viele Grüße aus Hannover erstmal. Ja, vielen Dank, Herr Pinkenburg. Das waren wirklich tolle Einblicke im wahrsten Sinne des Wortes hinter den Kulissen, und gibt Ihnen nochmal die Möglichkeit, sich Ihre Fragen zu überlegen, die entsprechend vorzubereiten und einfach ein System eintragen. Wir würden dann nach dem Part von meiner Wenigkeit und Florian Barber dann sehr gerne da auch das zurückkommen. Ja, spannend zu sehen, bekommt man als Produktanbieter auch nicht alle Tage zu sehen, den Blick hinter die Kulissen bei einer Sparkasse oder bei einem System auch entsprechend. Und ich denke schon, die Individualität ist hier einmalig und hilft schon auch in vielen Phasen einfach das Wertpapiergeschäft voranzutreiben. Und das ist ja unser aller Ziel. Und ich komme zum kurzen Punkt Vorstellung Allianz Global Investors. Vielen von Ihnen ist unser Haus schon bekannt. Ich hoffe dennoch, ein paar Ideen Ihnen mit auf den Weg geben zu können, wo Sie sagen, ja, finde ich spannend, habe ich noch nicht gehört. Oder zumindest mal auch einen kurzen Überblick über unser Haus zu bekommen. Ich sehe auch, der eine oder andere, den ich persönlich kenne, ist mit dabei. Ja, schönen Gruß in die Runde. Freue mich, Sie bald persönlich wieder auch treffen zu können. Sie sehen hier eine kurze Übersicht zu Allianz in Gänze. Ich glaube, für Berater wie auch Kunden ist unser Name natürlich ein sehr guter Begriff. Liegt daran, dass vor allem die Versicherungsseite äußerst gut besprochen ist. Zumindest bekommen wir das immer wieder gespiegelt. Vielleicht einfach nochmal kurz für Sie ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das Haus aufgestellt ist. Sie haben einmal die Allianz SE, sprich die Aktiengesellschaft, und da arbeiten 159.000 Mitarbeiter, eine Menge Holz. Hier bei uns in Frankfurt, bei Allianz Global Investors sind es 800, bei uns weltweit, Allianz Global Investors sind 2.500. Also wir sind wirklich die kleine, im Anführungsstrichen, Tochtergesellschaft. Aber man kann sich so vorstellen, es gibt drei Bausteine, einmal das Sachversicherungsgeschäft, einmal das Lebensversicherungsgeschäft und dann einmal das Asset Management, Vermögensverwaltung. Und das ist eben Allianz Global Investors und PIMCO.
einmal nebeneinander gestellt. Im Übrigen, wir haben zwei große Standorte in Deutschland. Das ist einmal hier in Frankfurt, die Bockenheimer Landstraße, aber auch in München, direkt neben Herrn Selzle in der Seidelstraße. Da können wir rüber gucken. Und da befindet sich auch unsere Schwestergesellschaft, die PIMCO, von der wir unabhängig sind und als Haus einfach anders aufgestellt sind. Wir kommen, und das sieht man ganz gut auf der nächsten Seite, klassisch von der deutschen Privatanlegerseite. Das kann man wirklich so sagen, weil ein Drittel der Gelder, die wir eben auch verwalten, sind bei Privatkunden und entstanden aus, ja, historisch der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Allianz, aber auch des DIT. Vielleicht kennst du eine oder andere noch als Asset Manager der Dresdner Bank und dann auch die Integration der Cominvest, sind wir dann vor mehr als einem Jahrzehnt Allianz Global Investors geworden und haben auch weitere Asset Manager hier inkludiert. Über 500 Milliarden Assets under Management und ein Drittel bei Privatkunden, zwei Drittel bei institutionellen Kunden, wobei man das nochmal aufteilen kann. Also sprich, die Hälfte des institutionellen Geldes ist sogar für die Allianz SE, also auf der Versicherungsseite gemanagt. Und das ist auch ein spannender Punkt, logischerweise, weil wir hier ja treuhänderisch auch auf der Versicherungsseite einfach aktiv sind. Die zweite Kuchendiagramm zeigt, wie wir ja in Sachen Assets auch aufgestellt sind. Man kann auch hier grob überschlagen, in etwa ein Drittel auf der Anleihenseite. Multi-Asset ist auch ein großes Thema, Anleihen eher dann im logischerweise im Versicherungsbereich sehr, sehr wichtig. Und die Aktienseite mit 23% auch äußerst relevant, vor allem jetzt in den letzten Jahren immer größer geworden. Und neu hinzukommen die Private-Market-Seite, was eher so im institutionellen Geschäft ein großes Thema ist. Das sind illiquide Anlagen. Ja. Auf der nächsten Seite einen kurzen Überblick dann, wie wir aufgestellt sind hier bei uns im Vertrieb als Ansprechpartner von Ihnen. Ich darf das Team leiten, sitze hier eben auch in Frankfurt und dann haben wir fünf Kollegen, die sich Deutschland als Ansprechpartner aufteilen. Das ist einmal der Christian Ziemer, der eben in Nord- und Ostdeutschland unterwegs ist, der dann eben auch für die Sparkasse Hannover da als erster Ansprechpartner zur Stelle ist. Dann gibt es den Fritz Ziegler. Wie gesagt, der sitzt dann auch in München, in Bayern daheim und auch zuständig. Also da ist Heimatmarktnähe definitiv gegeben. Magnus Kall, mein Kollege auf der linken Seite, der ist hier in Frankfurt ansässig und für den Großteil Baden-Württembergs zuständig. Ich selbst dann eben alles, was um Frankfurt rum liegt. Ich sag mal von Frankfurt, Mainz, Wiesbaden, Mittelhessen bis hin nach Heilbronn. Und der Kollege Frank Kühn, dann im Westen Deutschlands aktiv, wo eine sehr hohe auch und enge Sparkassendichte logischerweise liegt. Wir sind unterschiedlich lang dabei. Der Kollege Kühn am längsten, jetzt fast 30 Jahre hier bei uns und den Vorgängergesellschaften. Der Kollege Kall jetzt seit einem guten Jahr und Christian Ziemer seit über 3 Jahren. Ich selbst mit Fritz Ziegler gemeinsam vor 12 Jahren zu Allianz Global Investors gekommen. Und haben hier entsprechend eine tolle Aufteilung, tolles Team und auch wirklich sehr gute Kontakte einfach auch mit Ihnen und Ihren Kollegen gemeinsam in den Regionen. Natürlich werden wir noch unterstützt von einem kleinen Support-Team, die, wenn wir unterwegs sind, logischerweise uns den Rücken frei halten. Und da gehört, vielleicht haben Sie es schon gehört, die Chantal zu Isenburg, der Jakob Schilling, Silvia Schäfer vordergründig dazu. Und das hilft uns natürlich auch sehr gut weiter. Werfen wir mal einen kurzen Blick auf so die wichtigsten Themen, wo Sie auch vielleicht schon gehört haben. Das könnte Relevanz für mich haben. Wir haben es mal einfach aus den Gesprächen aufgenommen in den drei Asset-Klassen, was am stärksten auch Ihrerseits nachgefragt ist. Das ist allen voran der Allianz Thematica. Den würde ich auch gleich nochmal kurz herauspicken als den ja wirklich aktuell am liebsten verwendeten Fonds im Sparkassensegment. Gibt es gute Gründe für. Dann, wenn man in Richtung eher impact-orientiert, wirkungsbezogen sich engagieren möchte im Aktienbereich, ist mit Sicherheit der Allianz Clean Planet ein Blick drauf wert. Und künstliche Intelligenz, das ist der Allianz Global Artificial Intelligence, ist so ein Sonderthema, wo wir einfach ganz, ganz früh mit am Start waren, mit die Ersten, kann man sagen, und wo die eine oder andere Sparkasse einfach sagt, das finde ich spannend, vor allem im Private Banking so ein Sonderthema mal zu haben, möchte mit dabei sein. Im Multi-Asset-Bereich, da sind wir logischerweise auch im Wettbewerb mit
mit Boutiquen logischerweise, und die machen ihre Sachen natürlich auch sehr gut. Wir haben einfach einen anderen Ansatz und wir können hier sagen, dass wir einfach das, was wir für Großanleger machen, auch für die Privatkunden zur Verfügung stellen. Und da haben wir wirklich tolle Fonds mit den Allianz Dimas Fonds, Dynamic Multi-Asset Strategy, SRI Fonds. Wenn man da sich die näher anschauen möchte, dann empfehle ich als erstes mal einen Blick auf den 75er zu werfen. Tolle Ergebnisse, alle auch im 5-Sterne-Morningstar-Bereich. Das ist ohnehin entscheidend. Wir sind hier im Wettbewerb mit vielen Anbietern und da zählt natürlich am Ende dann die Leistung und die Kollegen haben langfristig einen tollen Job gemacht. Deswegen einfach auch einen definitiven Blick wert. Weiterhin der Klassiker Capital Plus, große Bestände auch bei vielen Kunden, äußerst beliebt als defensiver Mischfonds-Klassiker. Die globale Variante wäre dann der Capital Plus Global. Auf der Rentenseite muss man ja sagen, der Zins ist zurück und das ist auch gut so. Wir haben hier diverse Lösungen, habe mal ein paar rausgepickt, wohl wissend, dass doch oftmals dann aktuell die Anleihe oder das Zertifikat respektive das Mittel der Wahl ist. Ich denke aber, hier werden auch die Fonds wieder stärker in den Mittelpunkt rücken und da haben wir mit dem Allianz US Short Duration High Income Bond eine Lösung, die ja erstens super aktuell ist, mit kurzen Laufzeiten, mit hohen Ausschüttungen versehen auf der einen Seite und auf der anderen Seite im Deka Bank Depot auch verwahrfähig ist. Das ist dann nicht schlecht, findet auch die eine oder andere Sparkasse interessant, wenn man sagt Ausschüttung und dann eben auch die Flexibilität auf der Depotseite. Das hilft dann natürlich im zweiten Schritt auch weiter. Dann auch wieder das Thema Nachhaltigkeit, groß geschrieben mit einem Artikel 9 Fonds, Allianz Green Bond. Da bekommt man eben das, was man auch liest, nämlich grüne Anleihen mit einer etwas längeren Duration, die man ja jetzt durchaus wieder diskutieren kann. Die Zinsen sind hier wieder durchaus interessanter geworden und deshalb auch hier vielleicht eine Idee. Und dann, wenn man sagt, naja, ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht, dann wäre so ein Floater-Fonds, also mit flexiblen Anleihen, das richtige Floating Rates Note Plus. Das nur als kurze Übersicht für Sie. Ins Detail kann man logischerweise da mit seinem Ansprechpartner auch nochmal gehen und wie Sie sich vorstellen können, unser Haus bietet ja einiges mehr. Das war jetzt einfach nur mal das, wo wir merken, da ist die größte Nachfrage auch dahingehend. Größte Nachfrage, das ist auch das gute Stichwort. Dann gehen wir mal auf die nächste Seite. Ich hatte es Ihnen kurz schon mal vorab angekündigt. Der Allianz Thematiker ist vielen, glaube ich, in der Runde auch ein guter Begriff. Und das ist einfach auch deshalb der Fall, weil wir hier einen Multithemenfonds haben auf der Aktienseite, der mehrere tolle Eigenschaften vereint. Neben der Klasse Performance ist es logischerweise auch einfach die Ergänzung zu bestehenden Produkten. Wir haben hier ein globales Aktieninvestment, welches aber anders vorgeht, nämlich kommend von den großen Megatrends unserer Zeit, runtergebrochen auf investierbare Themeninvestments, wie beispielsweise das Wasserthema, die Energien der Zukunft, aber auch digitale Themen bis hin zu Infrastruktur. Und da merken wir eben, dass wir anders sind dahingehend, dass wir uns eben nicht rein nur auf Technologie oder Ähnliches fokussieren, sondern wir sind eben breiter aufgestellt. Und das hat dann eben auch den Vorteil, dass man in schwierigen Marktphasen, wie auch im letzten Jahr, natürlich als Aktienfonds verliert, aber nicht überproportional, wie man das doch vielleicht bei dem einen oder anderen sogenannten Megatrendfonds gesehen hat, und das kommt gut an, und wir bieten hier eben eine große Anzahl an Unterstützungsmöglichkeiten, eben auch über die www.thematiker.de, entschuldigen Sie, den, ja, wie ich meine, einzigen Fonds mit einer eigenen Homepage. Da können Sie sich auch mal selbst informieren, und ja, wie gesagt, ist eine tolle Möglichkeit, neben ja klassischen Aktieninvestments eben auch hier die Anlage anfassbar zu machen, emotionalisieren, vor allem in schwierigen Zeiten, das haben wir im letzten Jahr oft gehört, ist es überhaupt nicht zur Diskussion gewesen. Wenn man weiß, worin man investiert als Privatkunde, dann kommt auch nicht so die Rückfrage, sondern man ist für den Themen überzeugt, und das bringt einem eben dann auch den Vorteil, wenn man hier langfristig dabei sein möchte. Guck mal kurz auf die letzte Seite als Zusammenfassung dann nochmal für Sie. Ich glaube, als deutsches Haus können wir hier viele Mehrwerte liefern. Neben den Ansprechpartnern haben wir auch viele Unterlagen einfach in der Sprache. Wir haben die Portfolio-Manager, die hauptsächlich deutschsprachig sind, zumindest dann Produktspezialisten. Viele von uns kennen unsere Webcasts, nicht nur produktbezogen mit Updates oder eben Fondsmanager Insights, wie man sie vielleicht nennt, deutsch, sondern eben auch Kapitalmarktausblicke, Kapitalmarktunterlagen, der First Friday Call ist hier zu nennen, aber auch thematisches Research mit Dr. Hans-Jörg Naumer und natürlich unsere Vor-Ort-Betreuung
Berater- wie auch Endkundenveranstaltungen durchaus möglich. Und wir versuchen einfach breit umfassend, wie Sie es hier auch sehen, Sie einfach zu unterstützen, mit dabei zu sein, am Puls der Zeit zu sein, zu hören, was es entsprechend auch gewünscht, und sind da auf jedwedes Feedback gespannt und freuen uns da weiterhin auf den Austausch mit Ihnen. Letztes Stichwort zum Thema Austausch, bevor der Kollege Florian Barber dann sich kurz nochmal detaillierter vorstellt. Wir haben logischerweise auch im Fondskongress wieder eine große Repräsentanz aufgebaut mit Vorträgen eben zum thematischen Investieren, Roundtables oder auch dann eben unser Stand. Kommen Sie vorbei, sprechen Sie uns an, wir freuen uns drauf. Florian, und jetzt übergebe ich im Studio an dich. Jawohl, danke Robert. Stell uns doch bitte kurz D&E Kapital näher vor, für die, die euch nicht kennen. Ich weiß, die meisten kennen euch sehr gut, aber vielleicht hast du auch ein paar Neuerungen dabei. Vielen Dank, Robert. Sehr gerne. Die Überleitung. Danke, meine Damen und Herren, nochmal, dass ich jetzt zu Ihnen sprechen darf. Und würde tatsächlich auch gerne direkt in die Themen starten. Vorgestellt habe ich mich ja schon. Von daher gehen wir gerne mal direkt rein in die Themen und auf die nächste Seite. Wie könnte man D&E besser darstellen als mit diesen zwei lachenden Gesichtern sozusagen, die Sie hier freundlich anlächeln? Unsere beiden Firmeninhaber, die Familie Erhard, Dr. Jens, Dr. Jan, ich glaube, ich muss nicht viel dazu sagen, wie Robert, du schon ausgeführt hast. Die meisten kennen uns hier wofür steht D&E? Das ist am Ende des Tages das Entscheidende. Und ich glaube, wir dürfen tatsächlich behaupten, dass wir für das Thema erstens unabhängig stehen. Und zwar einfach aus folgenden Gründen. Die Firma ist nach wie vor inhaber geführt. Wir haben keinen Investor. Die Firma gehört der Familie Erhard. Wenn wir Dinge entscheiden wollen, dann tun wir das. Der zweite Punkt ist das Thema Erfahrung. Die Firma, wir feiern nächstes Jahr unser 50-jähriges Jubiläum. Wir sind seit sehr, sehr vielen Jahren sozusagen am Markt präsent, im Umgang mit den Kapitalmärkten. Aber wir haben auch sehr viele Mitarbeiter außerhalb sozusagen der Familie Erhard, die seit vielen, vielen Jahren bei uns aktiv sind. Viele mit 10, 15 Jahren sozusagen alleine Erfahrung im Hause Erhard. Und viele Jahre darüber hinaus am Kapitalmarkt. Das ist für uns auch wichtig, sozusagen, dass wir hier auch breit aufgestellt sind. Und ich denke, das Thema Erfahrung spiegelt sich auch immer wieder über unsere Kapitalmarktausblicke, die viele von Ihnen ja auch nutzen. Das Thema zu dritt, wertorientiert, was verstehen wir darunter? Für uns ist sehr wichtig, natürlich eine gute Performance Ihnen zu bieten, aber uns ist noch wichtiger, langfristig Ihr Vermögen zu schützen, zu bewahren und eben natürlich auch Geld zu verdienen, keine Frage für Sie, aber eben auch die Risiken nicht aus dem Blickfeld zu verlieren. Das spiegelt sich immer sehr deutlich wieder in unserem vermögensverwaltenden Anlagestil. Also das ist die Familie Erhard. Dafür stehen wir am Markt, denke ich mal, in Deutschland. Und wie gesagt, die meisten kennen uns ja auch von Ihnen. Ja, schauen wir mal eine Seite weiter. Das Ganze spiegelt sich dann auch über die Jahrzehnte sozusagen wieder. Wir sind mittlerweile 170 Mitarbeiter. Also eine, auch nicht mehr ganz so kleine Fondsboutique sozusagen, sondern durchaus gestanden, würde ich jetzt einfach mal so frech behaupten. Wir verwalten 16 Milliarden Kundengelder. Dafür vielen Dank auch an Sie, denn die Sparkassen gehören mit zu unseren wichtigsten Vertriebspartnern. Sie haben hier deutlich einen Löwenanteil dieser Kundengeldern. Ja, und dass wir unseren Job nicht ganz so schlecht machen, da freuen wir uns natürlich, wenn wir von diversen Medienpartnern, Ratingagenturen immer mal wieder ausgezeichnet werden. Das ist dann immer ein schöner Lob und sozusagen Balsam auf unsere Seele. Schauen wir eins weiter. Und das ist mir sehr wichtig. Hier möchte ich Ihnen tatsächlich aufzeigen, das Thema Partnerschaft. Also was können wir sozusagen gemeinsam erreichen? Und hier ist uns sehr wichtig das Thema ganzheitlicher Service. Also natürlich haben wir Fonds im Angebot für Sie. Da werden wir auch gerne gleich noch kurz drauf eingehen. Aber wichtig, wir haben in der ganzen Wertschöpfungskette sozusagen Möglichkeiten, Sie zu unterstützen. Wir können gemeinsam unsere Online-Vermögensverwaltung Solidvest mit Ihnen sozusagen betreiben. Das können wir labeln für jede Bank. Auch die Fondsvermögensverwaltung können wir gemeinsam nutzen. Da haben wir über 20 Jahre Erfahrung und Track Record. Die individuelle Vermögensverwaltung bieten wir Ihnen an. Das heißt, auch wer neben der Deka vielleicht noch weitere Gesellschaften wie eine Art Family Office fürs Private Banking haben möchte, kann gerne unsere Vermögensverwaltung sozusagen auch partnerschaftlich nutzen. Das tun auch bereits sehr viele Sparkassen. Darüber hinaus managen wir gerne natürlich Ihre Fonds, wenn Sie das möchten, das Thema White Label Fonds. Sie können auch über uns Ihre Fonds auflegen. Auch das ist möglich. Wir sind auch Master KVG und natürlich können dann
für Sie diese Fonds managen. Und auch fürs A-Depot sind wir Ihr Partner, also das Thema Spezialfonds, auch das für uns. Tägliches Business, tägliches Doing, auch hier können wir Ihr Partner sein. Für uns ist das ganz, ganz wichtig. Da arbeiten wir auch immer viel daran, denn wir sind die einzige deutschsprachige Fondsboutique, die Ihnen den kompletten Service auf diese Art und Weise sozusagen offerieren kann. Und das ist für uns tatsächlich sehr wichtig in einer partnerschaftlichen, langfristigen Beziehung mit den Sparkassen. Die Kernkompetenz im Hause Erhard, aktives Management, ich glaube, das versteht sich von selbst. Unternehmensanalyse, das ist uns auch sehr wichtig. Wir sind selbst bei den Unternehmen vor Ort. Wir haben ein eigenes Research-Team von knapp jetzt über 20 Leuten, die natürlich auf der einen Seite neben quantitativen Analysen fahren, aber eben auch auf der anderen Seite persönliche Analysen bei den Unternehmen vor Ort und das rund um den Globus. Das ist natürlich ein toughes Programm für unser Team, aber es ist uns wichtig, immer irgendwo im Ohr, das Ohr sozusagen auf dem Gleis zu haben und in den Markt hineinhorchen zu können und das eben nicht nur über Analysen, die wir extern beziehen, sondern wir wollen auch selbst vor Ort sein bei unseren Unternehmen, in die wir investieren. Der vermögensverwaltende Investmentstil habe ich schon vorher kurz gedroppt. Das ist eben für uns ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn Sie unsere Aktienfonds anschauen und es gibt mal eine gewisse holprige Phase an den Kapitalmärkten, ist es eben nicht so, dass wir per se voll investiert sind, sondern wir reduzieren auch in den Aktienfonds unsere Investitionsquoten gerne mal auf 80 oder 70%. Das heißt, gehen in Liquidität oder nutzen Derivate zur Absicherung, um eben entsprechend Ihr Vermögen zu schützen oder das Ihrer Anleger. Lösungsansätze, wofür steht unser Haus auf der Produktseite? Mischfonds, Multi-Asset-Fonds ist mit Sicherheit eine unserer großen Kernkompetenzen, aber darüber hinaus eben auch ganz klar Qualitäts- und Substanzaktien. Dafür stehen wir seit vielen, vielen Jahren. Ja, und dann würde ich gerne eine Seite weiter mit Ihnen schauen, und zwar in die Produktwelt hinein. Analog zum Robert möchte ich Ihnen einfach ein paar Blockbuster von uns aufzeigen. Ja, das spiegelt sich so wieder aus der Praxis in den Gesprächen mit Ihnen. Wir haben das hier mal abgetragen in so einem gewissen Chance-Risikoprofil-Diagramm. Und ich beginne gerne sozusagen links unten beim DOD Zins und Dividende, unser Blockbuster. Der Mischfonds, ich glaube, der ist vielen von Ihnen Begriff. Das ist das Basisprodukt schlechthin und hat 50% Aktienquote, 50% Renten, eine kleine Zielausschüttung von 1,5%. Auch das ist ja immer ganz wichtig für Ihre Anleger. Gehört meiner Meinung nach grundsätzlich in jedes Depot. Den kann man überall allokieren, da macht man nichts verkehrt. Und ja, ich glaube, der Track Record über 10 Jahre, blättern Sie gerne mal rein, der spricht dann für sich. Der DOD Gold und Stabilität, das ist ein Spezialitätenfonds, den findet man eher wieder im Private Banking. Der ist sehr flexibel aufgestellt, hat die Besonderheit, dass er in Schweizer Franken notiert und dass er 30% in Gold investiert, davon 15% tatsächlich auch physisch in der Schweiz deponiert. Und dieser Fonds eignet sich hervorragend für ein konzeptionell wirklich ausgereiftes Depot, für einen Kunden, der etwas breiter aufgestellt ist. Und der Fonds bietet Ihnen eine sehr, sehr interessante Korrelation zu gängigen Aktienindizes oder anderen Mischfonds. Da ist es sehr spannend, um da nochmal sozusagen einen anderen Aspekt ins Portfolio mit reinzubringen. DOD Multi-Asset und Trends, das ist unser offensiver Mischfonds, durchaus wettbewerbsfähig, dieser Fonds. Und ist die offensive Variante tatsächlich im Hause Erhard, denn der setzt mehrheitlich eben auf Trends, auf Themen, auf übergelagerte Trends tatsächlich. Und die letzten Jahre auch deutlich in den Fokus gerückt, einfach aufgrund seiner sehr starken Ergebnisse. DOD Dividend und Substanz, das ist ein Fonds, da haben wir auch ein bisschen Pionierarbeit geleistet. Das ist der erste Dividendenfonds, den es in Deutschland gab, mit einem Track Record von 15 Jahren. Der hat auch heuer seinen Geburtstag gefeiert. Tolle Ergebnisse über die Jahre, ausgezeichnet tatsächlich. Zielausschüttung immer roundabout 2,5 Prozentpunkte. Ist kein Dividendenmaximierer, ganz wichtig, sondern eben Unsubstanz, also setzt auch auf Substanzaktien und darum immer so eine Zielausschüttung von 2,5 Prozentpunkten. Der DOD Gold und Ressourcen, wieder so ein Spezialitätenfonds, eher wieder ein Thema für Private Banking. Der Fonds spiegelt natürlich auch da das Thema Rohstoffe wieder, auch das Thema Metalle, Edelmetalle. Wer Kunden hat, die vielleicht mal 5 bis 10 Prozentpunkte im Depot das Thema Rohstoffe allokiert haben möchten, ist das eine der Lösungen. Es ist nicht die pauschal die Lösung, sondern es ist ein Part. Aber der fordert auch eine klasse Korrelation auf die gängigen Aktienindizes oder Rohstoffindizes oder auch selbst Bondindizes. Also bietet da sehr starke Mehrwerte. Das soll nur ein kleiner Auszug sein. Natürlich haben auch wir deutlich mehr Produkte, aber wir möchten sie tatsächlich hier an der Stelle einfach highlighten. Ja, schauen wir eine Seite weiter.
Dann der Service vor Ort, das ist mir tatsächlich persönlich auch ein sehr großes Anliegen. Wir haben sehr viel Content natürlich für Sie. Sie können sehr viel lesen bei uns auf der Homepage, in Zeitschriften. Wir haben diverse Podcasts, Webkonferenzen, Videos. Da möchten wir Sie immer sehr dazu einladen. Die Herren Erhardt grüßen Sie dann natürlich relativ häufig aus diesen Formaten. Aber auch ein Dr. Kafanik, sehr bekannt am deutschen Markt. Wir drehen monatlich ein Video zusammen mit Markus Koch. Ist, glaube ich, auch durchaus eine Galionsfigur, generell bei dem Thema Kapitalmarkt. Das macht er mal mit unserem Research-Chef, mit Stefan Breintner. Und mir ist sehr wichtig, das zu erwähnen, weil das lesen und hören und sehen auch Ihre Kunden. Wir haben unglaublich hohe Abonnements und Klickraten auf allen Social-Media-Kanälen. Und das sind am Ende des Tages Ihre Kunden. Und davon können Sie auch bei einer Partnerschaft profitieren. Denn wir produzieren diesen Content eben sozusagen ja für Ihre Anleger am Ende des Tages. Und nutzen Sie das gerne auch sozusagen, unsere Brandrelevanz, unsere Reichweite, die wir haben. Ansonsten unterstützen wir Sie natürlich auch vor Ort. Das versteht sich von selbst mit allen gängigen Reportings. Und ein Herzensthema für mich ist immer unsere Akademie, die wir anbieten. Das ist für die Financial Planner vor allen Dingen sehr spannend immer. Sie bekommen hier 6 Credit Points. Die ist digital, flexibel abrufbar. Damit sind wir Marktführer am deutschen Markt mit diesem Format. Schauen Sie da gerne mal rein. Findet auch gerade wieder statt. Nutzen Sie das, vor allen Dingen, wenn Sie Financial Planner sind, aber auch einfach gerne hochwertigen und produktneutralen Content nutzen. Und zu guter Letzt habe ich natürlich dann auch nochmal, ganz wichtig, unsere Gesichter im Service für Sie mit dabei. Hier sehen Sie unser Team, das die Deutschland-Landkarte sozusagen betreut, den Carsten, den Mariano, den Halles, den Mario. In Nordrhein-Westfalen haben wir aktuell eine Vakanz, das übernimmt im Moment sozusagen aus Pullach heraus der Sebastian Sperling, der dann auch mit dem kleinen Service-Team Sie natürlich im Backoffice stets betreut und unterstützt für alle Anfragen, die sozusagen auftreten. Und geleitet, geführt wird das ganze Team von der Andrea Huber. Bei der Andrea sozusagen laufen die Fäden zusammen. Und das wäre auch abschließend tatsächlich meine Bitte an Sie. Nutzen Sie uns, lassen Sie uns gerne sprechen. Die Sparkassen sind für uns ein wahnsinnig wichtiger Vertriebspartner. Wir haben hier eine sehr gute Historie und freuen uns immer sehr über den regen Austausch. Sie sehen ja die Kontaktdaten für die Personen. Sie sehen auch den QR-Code gerne im Nachgang nutzen. Wenn Sie informiert bleiben wollen für Newsletter, für Informationen, greifen Sie da auf uns zu. Wir freuen uns. Dann hätte ich zu guter Letzt noch den Gruß der Rechtsabteilung dabei, Robert, damit das auch hier alles korrekt abläuft. Du kommst schon mal bitte genau an meine Seite. Sehr gut. Und ich sage schon mal danke, dass Sie meinen Ausführungen gelauscht haben. Ja, danke dir. Wir hatten echt ein wirklich komprimiertes, kompaktes Programm und ich glaube, wir sollten einfach auch hier nochmal die Zeit nutzen, den Interessenten Danke zu sagen, weil das hat uns zumindest, glaube ich, Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Zumindest sagt es die Teilnehmerzahl, die ist sehr konstant und wir haben jetzt auch gar nicht so viele Fragen, glaube ich, die wir hier teilen müssen in der großen Runde. Ich würde sagen, wir kommen da auch individuell auf Sie zu. Was mir noch wichtig ist, erstmal ein ganz, ganz herzliches Dank von meiner Seite an vor allem den Herrn Pinkenburg aus nach Hannover. Also klasse, danke dafür. Natürlich aber auch an dich, Florian, hier als Partner vor Ort und Timon Würgens und nicht zuletzt Rüdiger Selz nach München. Nutzen Sie die Möglichkeit, nehmen Sie sich das, was Sie möchten, von dem Wissen, was wir Ihnen heute hoffentlich vermittelt haben, was Sie interessiert. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Florian, danke von meiner Seite. Ja, danke. Hast du noch was hinzuzufügen? Du, super, super Abschluss sozusagen, Robert. Ich glaube, ich hoffe auch, ich schließe mich da nur an, dass es für Sie gut gepasst hat. Ich glaube, heute, da spreche ich mal für alle, kann man vielleicht 2 Kernbotschaften mitnehmen. Die habe ich mir jetzt zumindest notiert, während ich hier auch sehr aufmerksam gelauscht habe. Das ist zum einen, ich glaube, hier treffen Partner auf Augenhöhe finden zueinander. Das ist für uns, glaube ich, ganz wichtig. Sie sprechen hier mit Entscheidern. Wir sitzen gemeinsam am Tisch, wir sitzen in einem Boot und entwickeln gemeinsam mit Ihnen die Lösungen. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und das ist vielleicht dann auch der zweite Punkt, das Thema Entwicklung, Pionierarbeit. Man hat hier viele, glaube ich, Aspekte gesehen. Der Herr Pinkenburg hat auch gut aufgezeigt über die Jahre, wie Sie gemeinsam mit Dericon Dinge entwickelt haben. Die Gesellschaften, glaube ich, stehen auch dafür. Wir sind hier alle individuell, wir sind hier alle flexibel. Wir können gemeinsam mit Ihnen im Bedarf entlang Ihre Herausforderungen sozusagen meistern. Das sind ja auch in der Regel unsere. Und ich glaube, da haben wir alle Spaß daran und freuen wir uns, wenn wir da in Zukunft noch viel, viel gemeinsam bewegen können. Und ja, nutzen Sie da uns. Wir sehen uns im Mannheimer Vorkongress und alles Weitere im Nachgang, denke ich, kommen wir auf die Fragen noch. Und dann würde ich sagen, vielen Dank. Danke Ihnen. Unterlagen folgen. Bis dahin. Tschüss.